den Lehrstuhl für christliche Sozialethik an der Fakultät Katholische Theologie der Ludwigs-Maximilian-Universität in München. Und zu seinen Schwerpunktthemen zählen unter anderem sozialphilosophische und theologische Grundlagen der Ethik, Mensch-Umwelt-Beziehung und Transformation und politische Ethik. Und Sie haben auch die Bayerische Landesregierung beraten, die Bundesregierung beraten, also ein großes Wissen und eine große Expertise. Er ist Autor des fast 800 Seiten starken Handbuches Christliche Umweltethik. Also Sie können noch ein bisschen nachlesen nach der Veranstaltung hier. Es gibt aber auch ein deutlich kürzeres Büchlein mit dem schönen Titel Wandel als Chance oder Katastrophe. Wir hoffen da ja auf Ersteres. Bevor Sie aber mit dem Vortrag beginnen, muss ich noch eines sagen. Sie hatten am Wochenende ein großes Symposium und das war nicht irgendein Symposium, sondern das zu Ihrem 60. Geburtstag. Deswegen sind wir besonders froh, dass Sie heute hier sind und sich das auf sich genommen haben. Und vielleicht nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich und alles Gute und Gottes Segen. Und jetzt freuen wir uns auf Ihren Vortrag. Ja, sehr geehrte Synodale, liebe Mitchristen, zunächst ganz herzlichen Dank, dass ich als Katholik zu Ihnen sprechen darf. Das ist ein schönes Zeichen ökumenischer Verbundenheit und ich gestehe es gleich zu Beginn. Ich habe in den letzten 30 Jahren immer wieder sehr viel gelernt aus ökumenischen Impulsen und hoffe, dass wir auch in Sachen Klimaneutralität einiges von Ihnen noch lernen können. Wandel als Chance oder Katastrophe war der Titel, der mir vorgegeben ist. Wandelt sich Deutschland zunehmend in eine Gesellschaft der Angst? Angst vor Klimawandel als Abgrund, auf den die Menschheit zusteuert, so Außenministerin Baerbock am vergangenen Sonntag angesichts der Klimakonferenz. Angst vor der Ausweitung des Ukraine-Kriegs zum Dritten Weltkrieg in Stücken, so Papst Franziskus mit Warnung vor dem Atomkrieg. Angst vor Corona oder der damit verbundenen sozialen Isolation und politischen Freiheitsbeschränkungen. Angst vor Inflation, wirtschaftlichem Abstieg und sozialer Spaltung im Schatten der Angstkrise. Angst vor Machtverlust und Lähmung kirchlicher Handlungsfähigkeit angesichts des sexuellen Missbrauchs. Eine Gesellschaft der Angst, so Budde, neigt zu Polarisierungen und zu Verabsolutierungen von Teilperspektiven, zu einem Rückzug in Verschwörungstheorien oder in das bloß private kleine Glück. Als Christinnen und Christen haben wir ein Evangelium, eine Frohbotschaft öffentlich auszurichten. Habt keine Angst, ist eine der häufigsten Ermahnungen Jesu. Wie aber kann das glaubwürdig mit der notwendigen Nüchternheit gelingen? Hierzu vier Gedanken. Erstens, aufgeklärter Katastrophismus. Ist Angst der gemeinsame Nenner zwischen den multiplen Krisen der Gegenwart oder gibt es kausale Zusammenhänge zwischen den Krisenphänomenen? Teilweise ist das der Fall. So hat der Weltbiodiversitätsrat bereits Mitte der 90er Jahre vor der Wechselwirkung zwischen Biodiversitätsverlust, Klimawandel und der Wahrscheinlichkeit von pandemischen Zoonosen wie Corona gewarnt. Vor bald 30 Jahren. Zwischen dem Ukraine-Krieg und der Energiekrise ist der Zusammenhang offensichtlich. Aufgrund kurzfristiger Zielkonflikte sehen wir uns gegenwärtig vermehrt gezwungen, in Deutschland und weltweit vermehrt auf Kohle zurückzugreifen. Es käme jedoch darauf an, die Korrelation wechselseitiger Verstärkung zwischen den Krisenphänomenen zu durchbrechen, indem wir beispielsweise eine positive Dividende von Energiekrise und Klimaschutz, von Corona und digitaler Mobilitätsreduktion oder von Biodiversitätsschutz und Ernährungssicherung hinbekommen. Dann würde die Krise zur Chance. Dann praktizieren wir statt Transformation by Disaster eine Transformation by Design. Das erfordert jedoch systemisches Denken. Denken in komplexen Wechselwirkungen. Denken in Beziehungszusammenhängen und langfristigen Horizonten. Eigentlich sollte die Theologie genau dazu befähigen. Und das ist ja eben auch in Ihrer Meditation und Andacht eben angeklungen. Denken in Beziehungsgefügen. Wir haben es nicht mit verschiedenen Einzelkrisen zu tun, sondern mit einer systemischen Krise unseres Wohlstands-, Fortschritts- und Rationalitätsmodells. In den Worten von Papst Franziskus, Laudato Si 139, es gibt nicht zwei Krisen nebeneinander, eine der Umwelt und eine der Gesellschaft, sondern eine einzige und komplexe sozioökologische Krise. Es steht nicht etwas,
sondern das Ganze unserer zivilisatorischen Existenz auf dem Spiel. Ihre Sinnperspektiven sind fragwürdig geworden. Deshalb ist auch die Theologie gefragt, weil die Krise viel mit unausgesprochenen Sinnvorstellungen im Hintergrund zu tun hat, mit unserem Welt- und Menschenbild, das die Gesellschaft und alles Streben in ihr prägt. Wir haben keinen Mangel an technischen Möglichkeiten, sondern vor allem am gesellschaftlichen und politischen Willen, das Ruder endlich herumzureißen. Auch das ist in der Andacht eben schon zu Wort gekommen. Ein tiefer Graben zwischen Reden und Handeln kennzeichnet den Klimadiskurs, in dem das 1,5-Grad-Ziel verbal breit akzeptiert ist, aber in der Praxis weitgehend verleugnet wird. Was wir brauchen, ist eine moralische Revolution, eine tiefgreifende Veränderung der gesellschaftlichen Leitwerte, eine Verabschiedung der jahrzehntelangen Dominanz des Neoliberalismus, freilich ohne dabei die freiheits- und effizienzfördernden Kräfte des Marktes aus dem Blick zu verlieren. Das setzt voraus, die tieferen Zusammenhänge und Wurzeln der Krise zu begreifen und mit kühlem Kopf Zielkonflikte zu managen. Es braucht den Geist der Unterscheidung zwischen tragfähigen und faulen Kompromissen, um gesellschaftlichen Zusammenhalt trotz unterschiedlicher Positionen und Wertvorstellungen zu ermöglichen. Es braucht den Geist der Unterscheidung zwischen lähmender Panik und berechtigter Zukunftssorge. Wie aber können wir angesichts der absehbaren und auch nicht an wenigen Orten bereits täglich erfahrbaren Katastrophen des Klimawandels glaubwürdig Hoffnung und Zuversicht vermitteln? Christliche Hoffnung ist kein blinder Optimismus. Sie ist durchkreuzte Hoffnung, die um die Abgründe menschlicher Existenz weiß. Sie schöpft ihre Zuversicht nicht aus dem Versprechen, dass alles nicht so schlimm werde, sondern aus der Gewissheit, dass Gott gerade auch in den Abgründen unserer Existenz an unserer Seite steht. Erst die Verbindung von nüchternem Realitätssinn gewinnt die Hoffnung ihre theologische Qualifikation. Oft sind wir erst dann ernsthaft bereit, auf Gott zu hoffen, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind. Dabei ist die Hoffnung auf Gott kein Ersatz für eigenes Handeln. Ignatius von Loyola formuliert die Paradoxie zwischen Gottes Hoffnung und Handlungsbereitschaft folgendermaßen: So auf Gott hoffen, als hinge nichts von ihm und alles von uns ab. Zugleich so handeln, als hinge der Erfolg nicht von uns, sondern von Gott ab. Also aktiv sein, aber zugleich wissen, dass wir nichts erzwingen können. Darauf vertrauen, dass mit Gottes Segen auch aus kleinen Sanftkörnern große Bäume wachsen können. Gerade die Klimakrise braucht diese höchst sensible Balance zwischen Handlungsbereitschaft und Gelassenheit. Hier können die Kirchen der jungen Fridays for Future Generation, die bisweilen der Aufforderung von Greta Thunberg folgt, ich will, dass ihr in Panik geratet, etwas Wichtiges vermitteln. Angesichts der Dominanz von Verdrängung ist der Wert von Dringlichkeitsbewusstsein jedoch nicht zu unterschätzen. Allzu viele klammern sich an ihre Besitzstände und hoffen, dass alles nicht so schlimm werden wird. Was wir brauchen, ist aufgeklärter Katastrophismus. Mit Sören Kierkegaard kann man als eine Transformation von unbestimmter, diffuser Angst und Sorge, Angst in Sorge dies auffassen, die sich auf konkrete Gefahren richtet und zum Handeln führt. Nach meiner Erfahrung von Demonstrationen mit Fridays, Students, Scientists und Christians for Future ist dabei durchaus etwas von dieser Überwindung lähmender Angst zugunsten konkreter Sorge und Forderungen zu spüren. Angesichts unzureichender Taten in Sachen Klimaschutz wird die Stimmung jedoch rauer. Formen des zivilgesellschaftlichen Widerstands überschreiten die Grenzen des Legalen. Darüber bin ich seit längerem auch in Kontakt mit Jörg Alt, der jetzt sehr viel in den Medien ist, wegen eben dieser Formen des zivilgesellschaftlichen Ungehorsams. Gewinnt der Widerstand als Kategorie des Politischen neue Bedeutung? Es braucht Widerstand gegen die großen und kleinen Formen der Verantwortungslosigkeit. Müssen wir, mit Bonhoeffer gesprochen, dem Rat in die Speichen fallen? Es braucht auch Widerstand gegen die Denkgewohnheiten und Organisationsformen der naturvergessenen Zivilisation, von der die Kirche über Jahrhunderte ein wesentlicher Teil war und zu erheblichem Teil noch ist. Es braucht die Erinnerung, dass wir verletzbar abhängiger Teil der Schöpfung und nicht ihr Gegenüber sind. Es braucht eine Erneuerung der Schöpfungstheologie.
Es braucht inneren Widerstand gegen die Konsumgewohnheiten in der expansiven Moderne, in die wir alle verstrickt sind. Es braucht also nicht nur Anklage, sondern bisweilen Widerstand gegen unsere eigenen Gewohnheiten. Es braucht aufgeklärten Katastrophismus als Basis und Motivation für eine große Transformation. Damit bin ich beim zweiten Gedanken. Die Suggestion der Begriffe, Transformation und Wandel. Der Begriff des Wandels ist mir als Titel meines Referates aufgegeben worden. Er ist verwandt mit dem der Transformation. Diese hat sich seit dem WBGU-Gutachten von 2011, also Wissenschaftlicher Beirat globale Umweltveränderungen, zur großen Transformation als Leitbegriff der ökologischen Debatte in Deutschland etabliert. Transformation unterscheidet sich von Revolution. Es geht nicht um gewaltsame Änderungen oder einen totalen Bruch mit der Vergangenheit, sondern um einen Prozess der Veränderung der vorhandenen Potenziale aufgreift, sie jedoch neu zur Entfaltung bringt. Eine Transformation ist nur begrenzt machbar, vorhersehbar und zentral steuerbar. Sie ist jedoch durchaus gestaltungsbedürftig. Das Präfix trans meint überschreiten, also eine Veränderung der Identität, eine Abkehr von den bekannten Mustern der Problemlösung in Politik, Wirtschaft und privatem Konsum. Es geht also um einen Wandel, der die kulturelle Identität verändert. Disruptive Veränderungen sind dabei keineswegs ausgeschlossen. In dem bereits genannten Gutachten Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation bezieht sich der WBGU in der Erläuterung des Begriffs insbesondere auf den Fall der Mauer und damit den Ende des Krieges, des Kalten Krieges, sowie den arabischen Frühling. Zwei Ereignisse, die die Welt verändert haben, die alle überrascht haben, die nicht direkt planbar waren und doch nur durch das aktive Mitwirken zahlloser Einzelner in Gang kamen. Im Nachhinein lässt sich sagen, dass die Potenziale dieses Wandels bereits lange vorher unter der Oberfläche vorhanden waren. Sie haben im Leiden und in den Hoffnungen zahlloser Menschen geschlummert. Gegenwärtig verwandelt sich allerdings der arabische Frühling zunehmend in einen arabischen Winter. Unvollendete Revolutionen sind höchst gefährlich. Auch die deutsche Energiekrise droht zu einer in Halbheiten stecken gebliebenen und so aufs Ganze misslungenen oder gar kontraproduktiven Transformation zu werden. Ihre Ziele sind jedoch ethisch unabweisbar. Ich zitiere nochmals aus dem genannten WBGU-Gutachten. Das kohlenstoffbasierte Weltwirtschaftsmodell ist auch ein normativ unhaltbarer Zustand, denn es gefährdet die Stabilität des Klimasystems und damit die Existenzgrundlagen künftiger Generationen. Die Transformation zur Klimaverträglichkeit ist daher moralisch ebenso geboten wie die Abschaffung der Sklaverei und die Ächtung der Kinderarbeit. Die Energiewende kann nur gelingen, wenn sie in eine umfassende Transformation des Wohlstandsmodells eingebunden wird. Im Kern geht es um einen Kulturwandel als Ermöglichung von Politik- und Wirtschaftswandel. Da die Transformation der Konzepte von Entwicklung und Fortschritt wesentlich ethische Fragen betrifft, sind auch die Kirchen gefragt. Und theologische Fragen. Auch der Begriff des Wandels ist schillernd und hat viele Bedeutungsebenen. Man kann ihn als Situationsbeschreibung lesen. Wir befinden uns in einer Epoche beschleunigter Veränderungsprozesse und tiefer gesellschaftlicher Umbrüche. Deren Beschreibung als Wandel setzt sich bewusst von einer Wahrnehmung im Paradigma der Krise ab. Die Selbstwahrnehmung im Modus der Krise ist ein typisches Muster der reflexiven Moderne. Jeder Wandel birgt auch Chancen und sollte zunächst möglichst wertfrei analysiert werden. Von Interesse ist dabei besonders die Frage, ob sich die multiplen Entwicklungsprobleme des frühen 21. Jahrhunderts in charakteristischer Weise von Wandlungsprozessen früherer Zeiten unterscheiden. Wie können Wechselwirkungen zwischen Klimawandel, Ressourcenknappheit, Corona-Krise, Krieg oder gesellschaftlicher Spaltung, um nur einige Aspekte der gegenseitigen Umbruchprozesse zu nennen, angemessen beschrieben werden? Lassen sich daraus Erkenntnisse über Unterscheidung von Ursachen und Symptomen ableiten? Wie lässt sich der Bezug auf zentrale Wandlungsprozesse des Zusammenspiels globaler, kontinentaler, nationaler, regionaler Veränderungen beschreiben? Es geht in dieser kleinen Begriffsklärung darum, einen analytischen Zugang zu Phänomenen des Wandels zu gewinnen. Das ist meines Erachtens die methodische Voraussetzung, um die Krisen jenseits des Alarmdilemmas auf der einen und jenseits der Verharmlosung auf der anderen Seite als Chance zu begreifen.
Die Suggestion der Begriffe Wandel und Transformation ist deshalb so entscheidend, weil wir im Grunde mit diesen Begriffen eher Aufbruch und eher etwas Positives verbinden, während mit dem Begriff der Krise etwas Negatives. Es ist also bisweilen einfach ein anderer Leitbegriff, mit dem wir die Krise beschreiben, der eine ganz andere Stimmungslage erzeugt. Und da scheint es mir wichtig zu sein, in den richtigen Kontexten die richtigen Begriffe zu wählen. Auch der biblische Begriff Umkehr ist positiv besetzt und kann zu Aufbruch motivieren. Drittens, die subversive und erneuernde Kraft der christlichen Hoffnung. Der christliche Glaube stand lange im Verdacht, nicht zum gesellschaftlichen Wandel beizutragen, sondern bestehende Verhältnisse und Sehnsüchte der Menschen nach einem besseren Leben auf ein Jenseits zu verschieben. Auch heute wird das transformative Potenzial der Religion kontrovers eingeschätzt. Vielen erscheinen die Kirchen als Anstalten für die Zähmung der Menschen zu bürgerlicher Moral oder heute ökologischer Moral, ganz auf die Stabilisierung vorhandener Ordnungen ausgerichtet. Dies hat bereits Johannes Baptist Metz in seiner politischen Theologie heftig kritisiert. Im Rückgriff auf die prophetische Tradition setzt er die subversive und erneuernde Kraft gefährlicher Erinnerung an erlittenes Leid und Unrecht dagegen. Immer noch beeindruckend und aktuell ist das von Metz maßgeblich beeinflusste Abschlussdokument der Würzburger Synode Unsere Hoffnung von 1975. Ich zitiere: Die Hoffnung auf Gott ist es, die uns an sinnlosem Leiden immer wieder leiden macht. Sie ist es, die uns immer wieder neu den Hunger nach Sinn weckt, das Dürsten nach Gerechtigkeit für alle, für die Lebenden und die Toten, für die Kommenden und Gewesenen und die es uns verwehrt, uns ausschließlich innerhalb der verkleinerten Maßstäbe unserer Bedürfniswelt einzurichten. Metz spricht von der Mystik der offenen Augen. Diese drängt, sich mehr für Menschlichkeit, für Frieden und Gerechtigkeit und den Erhalt der Schöpfung einzusetzen. Dies sind ja auch die Kernanliegen beispielsweise des konziliaren Prozesses. Dass der Erhalt der Schöpfung in die christliche Weltverantwortung einbezogen werden muss, zeigen nicht zuletzt die biblischen Hoffnungsbilder. Der jüdisch-christliche Glaube ist davon überzeugt, dass nicht nur dem Menschen, sondern der ganzen Schöpfung eine Zukunft in Gott, die Heil und Erlösung bedeutet, zugesagt ist. Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Römer 8, 21, Sie haben den Kolosserbrief auch zitiert. Man kann diese Zukunftshoffnung dann freilich in einem radikal vertieften Sinn als große Transformation beschreiben. In dieser Dimension bekommt der Begriff eine theologisch-ethische Bedeutung, die auch für die ökologische Debatte relevante Unterscheidungen erschließt. Grund der solchermaßen vertieften Transformationshoffnung ist nicht die menschliche Kraft, sondern das verborgene Wirken Gottes. Gott wirkt jedoch in der Regel nicht jenseits der menschlichen Wirklichkeiten, sondern auch in und durch diese. Die Hoffnung auf Gott berechtigt nicht, die Hände in den Schoß zu legen, sondern sie zeigt ihre Wahrheit darin, dass sie zur Tat befähigt. Und zwar auch dann, wenn der Erfolg nicht unmittelbar sichtbar und machbar und messbar ist. Sie hilft dem Menschen, über sich selbst hinauszuwachsen. Sie ist eine Kraft der Resilienz, die auch in scheinbar ausweglosen Situationen nicht aufgibt. In Zeiten des Umbruchs sind Erzählungen und Hoffnungsvisionen besonders wichtig. Sie sprengen die Ketten vermeintlicher Alternativlosigkeit. Was aber bedeutet diese subversive und erneuernde Kraft christlicher Hoffnung nun für die Praxis des Umwelt- und Klimaschutzes? Ich komme zum letzten Abschnitt. Klimaneutralität ist praktizierter Schöpfungsglaube. Der christliche Schöpfungsglaube ist eine Tatsache, ein Handlungsauftrag. Denn wer bekennt, dass Gott in der Welt als gut und die Welt als gut und als Lebenshaus für alle Geschöpfe geschaffen hat, der kann seinen Glauben nicht hinreichend bezeugen, ohne auch im Handeln dafür einzustehen. Wer verantwortlich mit den Gütern der Schöpfung umgeht und sie global und intergenerational gerecht teilt, dessen Bekenntnis zum Schöpfergott kommt in der Lebenswirklichkeit an und gewinnt Glaubwürdigkeit. Klimaschutz ist praktizierter Schöpfungsglaube. Er ist dessen zentrale Bewährungsprobe im 21. Jahrhundert. Schöpfungsverantwortung konkretisiert sich heute im Postulat der Klimaneutralität. Diese ergibt sich zwingend aus dem 1,5-Grad-Ziel, zu dem sich die Vereinten Nationen bei der Klimakonferenz 2015 in Paris bekannt haben. Da oberhalb dieser Marke die Folgekosten teilweise exponentiell ansteigen, ist das 1,5-Grad-Ziel nach aktuellen Kosten-Nutzen-Kalkulationen des Potsdam-Klimaforschungsinstituts auch ökonomisch rational.
Allerdings sind diejenigen, die dafür investieren, ausbeutbar. Das ist eine enorme politische Herausforderung. Aus christlicher Sicht ist Klimaneutralität eine Frage der Gerechtigkeit und der Verantwortung, aber selbstverständlich auch eine Frage der internationalen ethisch-politischen Gestaltung von Rahmenbedingungen. Unter diesen Bedingungen heißt Christsein politisch sein. Wir müssen es neu lernen, was das unter den gegenwärtigen Bedingungen bedeutet, wie wir das in die Gesellschaft einbringen, wie wir die Grenzen dafür setzen, aber auch die Akzente. Die jüngeren Forschungen des Weltklimarates haben dazu geführt, dass die Terminierung des Ziels Klimaneutralität zunehmend nach vorne verschoben wird. 1992 in Rio sprach man noch vom Ende des Jahrhunderts. Ab 2015 sprechen wir von der Mitte des Jahrhunderts. Inzwischen sprechen wir von 2030, was notwendig ist. Wir haben nur noch ein Restbudget von 700 Gigatonnen CO2. Als Kompromiss in Deutschland, weil 2030 für den ganzen Staat nicht realistisch ist, hat sich die offizielle Zielmarge 2045 inzwischen etabliert. Dieses Ziel schließt jedoch ein, dass einige vorausgehen, denn manche werden länger brauchen, wie zum Beispiel die Chemieindustrie. Es schließt ein, dass Einzelne eine Vorbildfunktion übernehmen, und das ist angesagt und wäre angemessen auch für die EKD, und ich sage, es wäre auch ein schönes Zeichen, wenn die katholische Kirche hier mit ins Boot steigen würde. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom April 2021 moniert, dass die Klimaschutzpflicht nicht überproportional auf die Zeit nach 2030 verschoben werden dürfen. Dies sei ein Verstoß gegen die Grundrechte der jüngeren Generation und damit ein Verstoß gegen die Verfassung, ein Verstoß gegen die Menschenrechte. Trotz Corona und trotz aller Klimaverhandlungen war 2021 das Jahr mit den bisher höchsten CO2-Emissionen in der Geschichte der Menschheit. Beim gegenwärtigen Kurs müssen wir mit Mitte des Jahrhunderts mit Hunderttausenden Toten, Milliarden von Vertriebenen und Billionen wirtschaftlicher Schäden rechnen. Bei der Vorstellung des jüngsten Berichts des Weltklimarates im Februar 2022, der im Schatten des Ukraine-Krieges wenig wahrgenommen wurde, sprach UN-Generalsekretär von einem kriminellen Nichthandeln der Völkergemeinschaft. Um die Weltgemeinschaft aus dieser Lethargie aufzurütteln, und sind auch die Kirchen in Wort und Tat gefragt. Im Sinne des aufgeklärten Katastrophismus ist es meines Erachtens an der Zeit, dem semantischen Selbstbetrug von Versprechen ohne entsprechendes Handeln zu durchbrechen. Zugleich aber brauchen wir jetzt gerade bei der Klimakonferenz in Ägypten hohe Sensibilität, Geduld und Dialogbereitschaft, um den Diskurs mit China und Indien nicht völlig abzubrechen. Um aufzurütteln, sollten die Kirchen mit eigenem Handeln vorangehen. Nicht nur in ihren konkreten Maßnahmen, sich die Klimaneutralität zu eigen zu machen und verbindliche Roadmaps dorthin zu beschreiben, sondern auch in den internationalen Verhandlungen, um sich einzumischen. Gerade da könnten die sehr guten Beziehungen der Kirche zu Akteuren des globalen Südens eine entscheidende Rolle spielen. Der Schöpfungsglaube ist eine Tatsache, ein Handlungsauftrag. Gerade angesichts der Tatsache, dass die Kirchen derzeit in manchen Bereichen in die Defensive geraten sind, wäre es ein Zeichen des entschlossenen, kreativen, verantwortlichen Handelns in den Bereichen Schöpfungsverantwortung zukunftsweisend zu sein. Ein dringliches, gebrauchtes Zeichen der Ermutigung. Danke für die Aufmerksamkeit.